Hallo, LibreOffice Calc, Rechenleiste. Ganz links in der Rechenleiste befindet sich ein kleines Textfenster, das Namensfeld. Es enthält eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, wie zum Beispiel D7. Diese Kombination stellt den Zellbezug, auch Zellreferenz, dar. Der Buchstabe gibt die Spalte der aktuell ausgewählten Zelle, hier D, und die Zahl der entsprechenden Zeile, hier 7, der aktuell ausgewählten Zelle an. Rechts daneben befinden sich die Symbole für den Funktionsassistenten, für die Summenbildung und für die Eingabe einer Funktion. Nach Aufruf des Funktionsassistenten öffnet sich ein Dialog, in dem Sie aus einer Liste der vorhandenen Funktionen die gewünschte Funktion auswählen können. Dies kann sehr nützlich sein, da gleichzeitig zu erkennen ist, welche Parameter die Funktion benötigt. Die in einem Tabellenkalkulationsprogramm enthaltenen Funktionen gehen weit über einfache mathematische Funktionen hinaus. Durch Anklicken der Schaltfläche Summe wird in die aktuelle Zelle eine Formel eingefügt, die die Summe der Werte aus den darüberliegenden Zellen berechnet. Sind in den darüberliegenden Zellen keine Zahlen vorhanden, so enthält die eingefügte Formel die Summe der links liegenden Zellen. Das Anklicken der Schaltfläche Funktion ist gleich, fügt ein Gleichheitszeichen in die aktuelle Zelle und in die Eingabezeile ein. In diese Zelle kann dann eine Formel eingegeben werden. Zur Eingabe einer Formel kann das Gleichheitszeichen auch über die Tastatur als erstes Zeichen eingegeben werden. Wenn neue Werte in eine Zelle eingegeben werden, ändern sich die Schaltflächen Summen und Funktionen zu verwerfen und übernehmen. Verwerfen und übernehmen. Der Inhalt der aktuellen Zelle, Daten, Formel oder Funktion wird in der Eingabezeile angezeigt. Hier die Eingabezeile, die den restlichen Teil der Rechenleiste einnimmt. Der Inhalt der aktuellen Zelle kann in der Eingabezeile oder in der Zelle selbst bearbeitet werden. Zum Bearbeiten klicken Sie mit der Maus an die gewünschte Stelle in der Eingabezeile und tippen die Änderung ein. Zum Bearbeiten in der Zelle genügt ein Doppelklick in die betreffende Zelle oder ein Drücken der Taste F2. Ciao und viel Glück!